Ja, Freunde, willkommen zu Teil 2 unseres Gebrauchtwagen-Duells Luxus-Limbus unter 10.000 Euro für Zuschauer Tobi. Nachdem mein S600L aus der letzten Folge eher ein Griff ins Klo war, das wegknuspert, das ist wie eine Kellogg-Schachtel. Guck mal, hier blüht der Rost überall. Du hörst es, da fehlt irgendwas. Ja. Der könnte günstiger sein, ne? Checken wir heute Dions Audi A8 3 Liter TDI aus 2009 für 9.999 Euro. Mal gucken, ob das richtige Auto für Tobi ist. Bisschen Jason Statham hat er wohl dann doch gemacht, weil der muss einmal so über irgendwas drüber gerumpelt sein. ASF, Audi Space Frame. Und weißt du, was Audi Space Frame heißt? Drück's mir rein, Elon Musk, bitte, tu es. VTG-Lader, er hat zum Glück nur einen. Ja. Die V8-Diesel, die es ja auch gab mit 4 und 4,2 Liter Hubraum, hatten zwei Kollegen. Ich glaube, der Herr ist, warte mal, viel gereist. Sieht aus, als ob der Trolley immer neben ihm stand. Stimmt, ne? Stimmt, das ist der Trolley-Abdruck. Damit wissen wir schon mal, die Automatik ist okay. Vom Stern in die vier Ringe. Audi A8 D3, der Nachfolger des D2 und vorher gab es ja noch, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, den Audi V8. Das war so gesehen der allererste Audi A8, nur er hieß halt nicht Audi A8. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde ihn einen unheimlich schönen, zeitlosen Wagen. Weißt du, was mich umhaut? Das Auto ist auf der einen Seite extrem langweilig, auf der anderen Seite auch super imposant, ja, und trotzdem sehr zeitgemäß. Er ist von 2009, 10? Er ist jetzt haargenau von 2009, Ende 2009, also knapp 2010. Mhm. Einer der mehr oder weniger letzten. Kurz noch zu den, achso, du wolltest noch was sagen. Genau, und der Punkt ist einfach für mich folgender, was mir super geil gefällt, das Vorfacelift mit dem geteilten Single-Frame-Grill. Von 2002 bis 2005, by the way. Genau. Fand ich nicht schön. Ja. Das hier, das ist geil. Guck mal, wenn das auf der Autobahn kommt, mit Jason Statham drin, in schwarz auch noch, dann weißt du, hast du genau das, was wir in der S-Klasse hinten bei dem hinterm Beifahrersitz hatten, weißt du? Genau. Nochmal kurz allgemeines Klugscheißerwissen. Also von 2002 bis 2010 wurde der Audi A8 D3 gebaut. Von 2002 bis 2005 gab es, wie gesagt, das geteilte hier. Mhm. Dann gab es von 2005 bis 2007, gab es so gesehen, das erste Facelift und damit kam dann auch der Single-Frame-Grill rein. Und 2007 gab es nochmal eine Modellaufwertung. Da kamen dann diese Nebelscheinwerfer hier hinzu. Der Grill wurde nochmal ganz leicht überarbeitet und auffälligstes Merkmal, Blinker in den Außenspiegel und andere Rückleuchten. Aber dazu kommen wir später noch. Gab es eigentlich diese Lackabplatze auch mit dem Facelift? Ganz genau, ganz genau. Sonst ist es ja immer ein Riesenthema, dieser Softlack bei Audi in den Innenräumen. Grausam. Sehen wir dann noch hier jetzt nicht wirklich das Problem, aber ich sehe es hier auch zum ersten Mal. Das scheint wohl auch außen ein Problem zu sein. Das sieht schrecklich aus, das Auto ist 10 Jahre alt. Der Wagen hat jetzt 223.000 Kilometer gelaufen und ich finde, er sieht immer noch recht gut aus. Ja, ich gucke mal. Ne? Ja, guck. Was mir sehr, also wirklich sofort auffällt, der wurde lange auf der Langstrecke bewegt. Das siehst du sofort. Ganz feine. Genau, richtig. Keine groben, also es wurde gut aufgepasst. Hier ist auch nichts am Dach, weil guck mal, hier siehst du halt, wenn die Steinschläge, wenn der Vertreter oder hier der Geschäftsführer mit 230 auf der Autobahn hier, pateng, richtig, ne, da schlägt es ein, es tut weh. Und du kennst mich ja, ne, Langstrecke ist ja mein Fachgebiet, ja. Deswegen auch der Diesel. Kommen wir jetzt noch mal ganz kurz. Warte, nicht ablenken, weil ich habe noch eine Sache gefunden, ja, weil die Stoßstange ist schon mitgenommen worden, aber es ist wirklich in Ordnung. Und auch hier der Single-Frame-Grill, das haben wir auch bei der S-Klasse schon gesehen, das ist typisch. Eine Sache beunruhigt mich so ein bisschen. Ja. Achte mal auf den Überbiss. Siehst du das? Also die Spaltmaße sind nicht so richtig Audi-like. Ich habe das doofe Gefühl, dass die Frontschürze schon mal unten war. Eine Geschichte, du hast gerade Jason Statham angesprochen. Wir haben hier zwar nur den V6 Diesel, er ist ja den W12 gefahren mit 6 Litern, aber
Mir ist da vorhin schon mal aufgefallen, so ein bisschen Jason Statham, Transporter The Mission, hat er wohl dann doch gemacht, weil der muss einmal irgendwo hier ordentlich so über irgendwas drüber gerumpelt sein, dass er sich die ganzen Aufhängungspunkte von dem Unterfahrschutz abgerissen hat, die jetzt hier mit wunderschönem Kabelbinder, nicht Kreuzstich, aber Parallelstich, irgendwie... Kennst du das nicht, wenn du so auf eine Rampe zufährst, da setzt du immer leicht auf, klar, dann passiert es einfach, springst du halt deine 30 Meter durch die Luft, landest perfekt und fährst ohne Schweißperle einfach weiter. Audi hält jeden Gangster-Stunt aus. Kommen wir jetzt zum größten Unterschied des A8 zum Mercedes. Und zwar, komm doch mal mit, ja, mein Freund. Mir doch rein. Ich öffne mal ganz kurz die Tür, ja. Und siehst du dieses Badge hier unten? Da steht ASF, Audi Space Frame. Und weißt du, was Audi Space Frame heißt? Drück's mir rein, Elon Musk, bitte, tu es. Space Frame, also der Rahmen heißt es Alu. Ja. Der ganze Wagen, das Skelett, das Gerüst, der Rahmen besteht auch Alu und nicht nur er. Sämtliche Kotflügel, ja, und fast alle Anbauteile bestehen aus Aluminium. Und das ist der riesengroße Unterschied zum Mercedes, denn Rost wird damit nicht gänzlich, aber unheimlich, schon fast sehr sicher ausgeschlossen. Die früheren Audis wurden verzinkt, jetzt hat man Alu, was aber nicht heißt, dass es auch korrodieren kann. Und hier gibt es ein paar markante Stellen. Mhm. Meistens immer hier, wo auch viel Wasser läuft oder auch Steinschläge drankommen. Genau. An den Punkten sieht aber ganz gut aus. Gerne auch an diesen Punkten, vorne, hinten und vor allem, und da haben wir es schon, genau. Da ist der Dr. Pickel. Da fängt die Korrosion an. Hier, da sieht man es richtig. Ja. An der Stelle und drüben, ich schätze mal auch. Aber ansonsten, ich meine, wenn du dir das wirklich mal anguckst, überall hier unten auch reinfasst. Also, sag es mir bitte, aber das sind doch Welten. Was hier noch ganz spannend ist, bei dem Space Frame Gedöns, ne? Und zwar im Vergleich zum Zwilling, dem Phaeton, ne? Sind wir knappe 450 Kilogramm leichter unterwegs. Mhm. Gell? Das ist schon eine Welt. Und damals gleichzeitig zu deinem und auch zum BMW Sima war der Audi A8 leichter. Ja, das ist. Überleg mal, 450 Kilogramm, das ist ein ganzer reiner Kaltmotor. Natürlich hat der Allradantrieb dann wieder ungefähr wieder plus 100 Kilo ausgemacht, weil der natürlich immer mit dabei war. Wir sind gerade beim Thema Gewicht, muss natürlich auch runterbremsen. Wenn du steil unterwegs bist auf der Autobahn, Bremse, Reifen sehe ich gerade. Die Reifen, würde ich sagen, die sind noch okay. DOT 2020. Gut. Ist in Ordnung. Und ich sag auch mal, die Profiltiefe würde ich jetzt einfach, das war nur ein Stein, Freunde, würde ich mal sagen, ist noch absolut okay. Die Bremsen, die Scheiben, ja, da ist eine Kante. Ja, kann man machen. Ja. Aber ich würde mal sagen, der freundliche Gebrauchtwagenhändler würde jetzt sagen, der Julian würde jetzt sagen, 15.000 Kilometer kannst du damit noch ohne fahren. Ohne Probleme, also, Freunde. Also im Vergleich auch wieder zu dem hat der mehr Guthaben. Richtig, ganz genau. Eine Besonderheit auch noch, alle A8 D3 hatten ein Luftfahrwerk. Kann man hier ganz gut, weiß ich nicht, ob du es sehen kannst, an den Bälgen. Ist kein riesengroßes Problem. Da sind die Dinger wirklich stabil. Sollte mal was passieren. Wurde mir nahegelegt, dass es dort die ein oder andere Firma gibt, die das quasi als Austausch, nicht Originalteil, für links und rechts ungefähr 500 Euro anbietet. Mhm. Ist es der Kompressor? Dann musst du da dann doch auf Audi Originalteile zurückgreifen und dann bist du mindestens ein Tausender los. Aber es ist kein Problem. Okay. Bei den Autos, die sind stabil. Ein Problem wiederum hingegen sind die Facelift-Rückleuchten oder sagen wir mal so, sind eigentlich alle Rückleuchten. Egal ob erste, zweite oder letzte Generation dieser Rückleuchten, seht ihr das? Splitter, Philipp. Genau, Spider-Man lässt grüßen. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, diese Rückleuchte zwinkert uns ein wenig an. Ist das so ein bisschen Karl Dahl oder was? Ja, genau. Das ist die Facelift-Rückleuchte, Freunde. Die ist im Eimer und er hat sie nochmal, wahrscheinlich, weil hier das Ganze noch schlimmer war, mit der Vor-Facelift-Rückleuchte nochmal ausgetauscht. Ja, ist halt nicht mit dem Griff gekommen wahrscheinlich dann, ne? Ja. Okay.
Wahnsinn. Naja, aber ganz ehrlich, er steht ganz gut da. Er hat zwar natürlich so ein paar Parkrempler, so ein paar Alltagskrempler. Sieht man, genau. Aber im Großen und Ganzen, wenn man dem so eine gute Wäsche geben würde, so hier auch den ganzen Bremsstaub mal wegmachen würde, mal aufpolieren. Würde der echt gut dastehen. Würde der echt ganz gut dastehen. Et voilà. Gruß dich. Gruß dich, also viel sieht man ja nicht, ne? Typisch Audi, der Motor hängt immer vor der Vorderachse. Jo. Untersteuern lässt grüßen. Untersteuern lässt grüßen, mein Gott. Ja, was gibt es zu sagen? An sich 3 Liter Hubraum, 233 PS, 450 Newtonmeter. An sich der Motor auch einer der problemloseren Kollegen. Allerdings gibt es ein, zwei Sachen, auch die müsste man oder sollte man kurz ansprechen. Den Diesel übrigens, by the way, gab es erst ab 2003. Frühere Modelle hatten Probleme mit den Injektoren. Mhm. Das ist wohl in der Zeit besser geworden. Dann hattest du auch schon sehr richtig gesagt, VTG-Lader. Er hat zum Glück nur einen. Ja. Die V8-Diesel, die es ja auch gab mit 4 und 4,2 Liter Hubraum, hatten zwei Kollegen. Auch da kann Ungemach im Anmarsch sein. Ejo, ganz das genau. Wird dann auch schon ein bisschen teurer. Und auf der einen Seite schön, es gibt keinen Zahnriemen, sondern eine Steuerkette. Aber auch hier mal wieder. Früher war das Ganze ja alles auch noch ein bisschen robuster ausgelegt als heute. Wenn sie rasselt, sollte man entweder den Spanner kontrollieren oder sie spannen. Oder wenn sie wirklich gelenkt sind, tauschen. Sonst wird es richtig teuer, weil dann kannst du den ganzen Kollegen rausreißen. Ich würde doch mal sagen, ich schmeiß den Kollegen mal an. Genau. Und dann stellen wir doch mal kurz die Lauscher auf. Es ist so ein richtig krasses Rasseln. Die ersten paar Sekunden, wenn der Öldruck noch nicht da ist, das hörst du so richtig. Das ist nicht zu überhören. Kann ich? Nö, sieht gut aus, Dion. Mach ihn noch mal aus, sonst hört man uns nicht. Das ist halt eher so einer von den lauteren Kollegen. Das harte Geräusch ist typisch. Ja. Das ist zwar ein Common Rail, aber ja, man könnte im ersten Moment meinen, oh, der nagelt ja wie Hölle. Das ist typisch bei dem Motor. Ich hätte jetzt eher sogar gedacht, das ist sogar verdächtig nach Pumpedüse, aber die sind einfach vom Lauf kernig. Aber auch hier muss ich sagen, also hier, gut, ich weiß nicht, hier ist so ein kleines Blümchen drin, aber das sieht nicht nach einem Tier aus. Nee, da ist gar nichts. Auch hier, ich schätze mal, der Kollege hatte den Wagen in der Garage. Alter, hat viel gefahren. Man sieht den Staub einfach. Guck mal, es ist einfach, es ist halt irgendwo auch ein Arbeitstier. Den hat wahrscheinlich der Vorbesitzer, zwei Vorbesitzer gab es, gell? Oder drei? Genau, genau, richtig. Aber ich sage immer wieder, wenn ich weiß, dass der Wagen viel Langstrecke gefahren ist, ist das eigentlich besser, als wenn er vielleicht 100 oder 50.000 Kilometer weniger hatte und nur Kurzstrecke gefahren City ist. Und die City gemacht hat. Genau. Naja, kalt, einfach nur Kurzstrecke. Der Motor wird nicht richtig warm. Es bildet sich überall Wasser. Es kann nicht alles verdampfen. Ja. Das ist einfach doof. Ich würde doch mal sagen, auch hier. Nix. Ja, aber ich habe es entdeckt. Guck mal, Freunde. Ja. Der wache Zuschauer hat es vielleicht auch schon gesehen. Schau mal auf hier die Schrauben. Ah, richtig. Ja, genau. Wurde einmal geöffnet wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hat er nur so einen leichten Bums gehabt, weil ansonsten ist hier nichts krumm, nichts komisch. Ja, oder sie haben wirklich aufgrund des Remplers unten mal nachgeschaut. Genau. Whatever. Ja, kann mal sein. Mal gucken, vielleicht sehen wir noch was bei der Probefahrt, aber ich glaube es fast nicht. Bei der S-Klasse haben wir uns eigentlich standesgemäß nach hinten gesetzt. Ja. Und jetzt hocken wir uns bei dem A8 mal nach vorne. Klar. So. Hereinspaziert in die gute Stube. Man merkt, es gibt leider kein Riechfernsehen. Hier war ein Smoker am Start. Aber das Allerwichtigste, Freunde, wenn wir den Wagen starten, aufgepasst, es funktioniert. Ja. Auch das eine kleine Schwachstelle. Wenn das Ding nicht mehr hochkommt, keine Angst, da ist nicht, ja, ist ja gut, wir machen mal das Radio mal leiser. Aha, leiser geht's nicht. Das ist ja interessant. Kaputt. Ha, den ersten Punkt gefunden. Ja. Der geht zumindest. Aber warum geht... Das ist ja geil. Ja. Wenn das nicht mehr aufgeht, keine Panik. Das ist ein Zahnrädchen und das muss halt ausgebaut werden und getauscht werden. Das ist keine große Sache, aber das ist teilweise, so viel ich weiß, glaube ich, aus Plastik und das bricht halt gerne mal ab.
Jo, und dann ja, tut sich da nichts mehr. Auch hier noch ein Punkt. Frühere Modelle hatten ausschließlich, so viel ich weiß, die Multitronic. Ja. Auch die kann Probleme machen. Dann kam die Tiptronic 6-Stufen-Automatik und die ist deutlich besser. Wichtig ist nur, dass wirklich, wenn ihr den Wagen anmacht, die Gänge müssen sofort reingehen. Also er muss sofort den Kraftschuss haben. Es ist nicht gut, wenn sie erst lange vorpumpen und erst dann geht der Gang rein, sondern das muss alles sofort da sein. Das checken wir dann nochmal, wenn wir die Probefahrt machen. Mhm. Bose Soundsystem hast du, genau. Schiebedach Dach hast du, Leder hast du, Sitzheizung. Also ich vermisse jetzt nicht wirklich was. Ich würde dem Wagen mal so eine Innenraumreinigung spendieren, weil du merkst irgendwie, hier hängt wirklich der Gilb oder der Rauch wirklich da so in den Materialien drin. Genau das wollte ich gerade sagen, um den Innenraum abzurunden, jetzt vor der Probefahrt. Wenn man hier nochmal 500 Euro reinsteckt in so eine Innenraumreinigung, dann kann der schon wieder ganz gut aussehen. Klar, hier ist es verkratzt, aber der ist halt einfach benutzt worden. Aber hier ist Leder. Kannst du mit ein bisschen Geld wieder richtig hübsch aussehen lassen. Und ich glaube, der Herr ist, viel gereist. Sieht aus, als ob der Trolley immer neben ihm stand. Stimmt, ne? Stimmt, das ist der Trolley-Abdruck. Der stand hier immer so. Okay. Der ist immer zum Flughafen gefahren und hat den wahrscheinlich gleich so. Oder es war wirklich ein Transporter. Jason Statham saß hier drinnen. Genau. Geil. Und der musste immer ganz schnell. Ja, genau. Ja. Eine Sache noch, da gebe ich dir wiederum recht. Wir sitzen zwar jetzt nicht hin, aber man sieht's. Die Platzverhältnisse in deiner Langversion sind natürlich fürstlich. Das ist gut. So, dafür sage ich aber immer, ist der Audi, finde ich jetzt, zu einem 12-Zylinder-Modell auch und auch zu einer S-Klasse W220 irgendwo. Jetzt vielleicht nicht mit dem Diesel, aber die sportlichere Alternative auch. Definitiv. Und deswegen finde ich, passt auch dieses etwas kürzere, umbautere, schmalere, mehr Driver-Car. Da willst du vielleicht auch mal längere Strecken hinten rechts sitzen. Eben, genau. So, dann hätte ich mal gesagt, Zeit für eine Probefahrt, ne? Richtig, Freunde. Los geht's. So, Gerrit, eine Sache probieren wir jetzt als allererstes aus, die Automatik. Die darf nicht viel vorpumpen, die Gänge müssen sofort reingehen. Wir gehen sofort in D, rollt los und wir müssen auch sofort in rückwärts und er muss sofort... Gut, damit wissen wir schon mal, die Automatik ist okay. Ja, kein Vergleich, natürlich, auch wenn du nur den V6 hattest. Das raue Laufgeräusch, gebe ich dir recht, natürlich. Das ist halt so ein typischer Langstreckenbomber hier. Richtig, genau. Der explodiert nicht von der Leistung, aber der hat Kraft, der hat Drehmoment, der läuft. Und ich muss sagen, gleich wenn du dich schon einsteigst, weiß nicht, wie es dir geht, ich fühle mich hier sportlicher. Also, ja, definitiv. Du bist wirklich, also das merkst du auch sofort, du bist First Class und ich bin eher so der ICE-Business-Renner. Ja, aber du merkst, super, super schöne Leistungsabgabe, einfach schüttelt da so raus. Du fährst mehr übers Drehmoment als über die Leistung, der rollt dahin. Höchstgeschwindigkeit 245, das stört mich wirklich stammtischmäßig, dass einfach nicht auf dem Papier die 250 draufsteht. Das Einzige, wo ich sage so, nein! Kann man sich fast nicht vorstellen bei dem Auto. Also, ne? 233 PS, 450 Newtonmeter, so schwer ist er auch nicht. Da kann er doch die... Ja. Guti, Freunde, dann Butter bei den Fischen und zwar Zeit für die Zusammenfassung. Und ich sag's mal so, dem Audi merkt man schon an, dass er gebraucht wurde. Ja, also der wurde gefahren, der wurde im Alltag benutzt und die 223.000 Kilometer, die sieht man ihm schon an. Ja, und die spürst du auch. Genau. Trotzdem ist er für mich von den beiden ganz klar diese sportlichere Variante, dieses enger umbaute. Es funktioniert deutlich mehr als bei dir. Wenn wir jetzt mal zur S-Klasse greifen, es ist irgendwo schon geil, so gesehen, so auf Papier, wenn man sich das auch durch den Kopf gehen lässt, mit dem Innenraum, die Länge, V12, aber nehmt nicht das Auto, was wir getestet haben, weil im Grunde genommen hat der alles, was das Internet verschreit an Problemen auf einem Auto, abgesehen vom ABC-Fahrwerk. Sprich Rost, der Motor, also die Zylinderabschaltung und dann diese Plastikprobleme im Innenraum. Ansonsten, das ist schon krass gewesen. Ja. Also da kam wirklich einiges zusammen. Richtig. Und da finde ich den Preis tatsächlich, auch wenn wir am Anfang gesagt haben, oh, der ist ja günstiger als ein Seat Ibiza, finde ich ihn teuer. Ja, aber da musst du ja fast das Doppelte noch mal reinstecken, dass dann wirklich alles mehr oder weniger funktioniert. Ja, nicht ganz, aber du musst schon mehr Schein in die Hand nehmen. Also ich hätte mal gesagt, so auf Papier, der Wert von dem Fahrzeug, so wie der da steht, 6.000 Euro, keine 8.000.
ganz klar. Und dann muss man tatsächlich noch mal knappe 5 bis ja fast 6.000 Euro reinstecken, damit der da gut für den Alltag läuft. Und deshalb... So, dann ja. wäre er aber vom Endpreis ungefähr auf 12. Ja. Damit wären wir deutlich über 10. Ja. Hier sind wir haarscharf unter 10. Mhm. Aber hier hast du ein Fahrzeug, wo du jetzt erstmal sagen könntest, okay, da kann ich vielleicht noch einen Tausender raushandeln. Mhm. Aber ich bin drunter und es funktioniert alles. Also so wie der Wagen jetzt ist, der hat auch noch ein Jahr TÜV, ja, kannst du abfahren. Genau. Das ist schon gut. Also ich würde jetzt hier ein paar Sachen machen. Ich würde die Bremse machen. Ich würde Reifen brauchen nicht, die sind noch okay. Ja. Und den Innenraum auf Vordermann bringen und auch eine Außenwäsche. Dann richtig. Zimmer. Und ich würde da unten auch nochmal die Abdeckung, das würde ich auch nochmal richtig machen. Genau. Und dann kommen wir aber auch am Ende auf diese 12.000 Euro. Im Grunde genommen ja. sind beide, muss man 12.000 Euro hinsetzen. Ja. ja. Und damit hätte ich gesagt, Freunde, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, welchen von den beiden würdet ihr nehmen? Den S600L, der so ein bisschen runtergerockt ist, aber mehr Mythos ist, oder dann der stabile, nüchterne, trotzdem schön kraftvolle Audi A8 D3 war es, ne? Genau. Richtig. Aber, Tobi, für dich, ich würde am Ende des Tages ganz klar den Audi nehmen, weil er macht einfach viel mehr Sinn. Du musst nicht mehr so viel Geld ausgeben. Und die Folgekosten sind überschaubarer. Ja, und wenn du unbedingt S-Klasse fahren willst, dann hol dir lieber den W221. So, und damit hätte ich gesagt, Freunde, sind wir am Ende von diesem Video. Falls wir auch mal für euch ein Auto suchen sollen, dann schickt uns gerne Dion Drives oder fahr doch auf Instagram eine Nachricht oder auch ein Video gleich. Und dann kann es sein, dass wir das nächste Mal für euch ein Auto suchen. Und damit mal wieder wie immer liken und abonnieren vergessen. Und ciao, Pam!